Hallo und herzlich willkommen zum Moonlighter. Wir befinden uns gerade in dem Dungeon und haben schon einiges erforscht auf der Karte. Doch jetzt geht's gleich weiter. Oh, neue Gegner. Also die Slimes natürlich nicht. Aber der große Block. Oh Gott, was macht der große Block? Was macht der Block? Der große Block macht mir irgendwie Angst. Also ich und der große Block sind keine Freunde, definitiv nicht. Okay, wir haben leider keine Heilung mehr. Und haben noch dieses große Vieh hier. Okay, das ging einfach. Können wir in dieses rote? Ja, wir sind dann langsamer. Okay, neue Items. Was wohl? Okay. Ich bin dafür, dass wir kurz zurückgehen und gleich mal den Heilbrunnen zum ersten Mal benutzen. Perfekt. Lass mich kurz gucken. Ja. Okay. Okay. Hier befindet sich wohl nicht so viel. Oh. Leerer Raum. Für den Raum hätten wir uns nicht heilen müssen. Ja, okay. Sehe ich ein. Aber das wussten wir ja vorher nicht. Okay, die Items fallen auch runter. Nicht so gut. So. Oh, wir haben keinen Platz für dieses komische Item. Achso, nee, wartet. Rechts oder links? Hier können wir das doch reingeben. Dass sich das nicht von selber sortiert, aber okay. Ist auch unser Inventar voll, was ein bisschen schlecht ist. Aber ich glaube, wir gehen noch eine Tür weiter und dann porten wir uns zurück. Ah, ich habe Angst, dass jetzt der Dungeon-Boss kommt. Ich glaube nämlich, wir haben jeden anderen Weg, sind wir abgegangen. Oh, wir könnten uns noch kurz heilen. Perfekt. Okay, dann gucken wir noch in die Tür und im Notfall porten wir uns zurück. Ja, der Boss. Das war so klar. Aha. Und nicht so gut. Oh Gott, wir können uns nicht zurückporten. Leute, was habe ich getan? Warum? Okay. Fast kein Leben mehr. Das ist nicht, alles nicht so suboptimal. Wir werden sterben. Aber ich muss ehrlich sagen, wir konnten uns nicht zurückteleportieren. Habe ich das übersehen? Ach. Ja, meine Schuld. Wie ihr seht, jetzt seht ihr das erste Mal, wenn wir sterben. Bei dem Boss. So sieht der Boss aus. In diesem Areal. Und wir haben drei Kisten geöffnet. Wir haben einige Monster getötet. Und wir verlieren fast unser ganzes Inventar. Das war sehr dumm von mir. Wir könnten jetzt den ganzen Dungeon erneut spielen oder zurück zur Stadt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, zurück zur Stadt klingt ein bisschen besser. Ja, der Dungeon spuckt uns aus. Unser Leben ist zum Glück wieder voll. Und ja, wir sind zurück in der Stadt. Leider ohne wirklich neue Items. Das ist ein bisschen traurig, aber wir werden trotzdem den Shop öffnen.
uns ein paar Items holen, würde ich sagen, die wir verkaufen können. Ja. Wird schon so passen. Ja. Slime. Aber Slime könnten wir, glaube ich, ja nicht verkaufen. Ton hatten wir noch nie. Ich weiß nicht. Ist Ton viel wert? Okay. Die Stange ist wohl immer noch zu teuer. Der Eisenbarren. Für mich ist das kein Barren. Tut mir leid. Machen wir mal 20. Vielleicht ist es dann besser. Okay. Das ist ihr zu teuer, aber sie kauft es trotzdem. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Wir könnten dieses hier. Ich würde mal sagen, diese neuen Items. Keine Ahnung. 300? Das ist zu viel. 200. Oh, 20 ist zu günstig. Was? Jetzt gucke ich mal nach. So. Eisenbarren. 20 ist zu günstig und 40 ist viel zu viel. Okay, dann machen wir 30, würde ich sagen. Ist zu viel. Okay. Oder ist das auch noch zu viel? Und 100 war zu günstig. Und 200 war auch zu günstig. Okay, das ist wohl schlecht. Ich glaube, wir verkaufen zu viel zu günstig. War das gut? Ja, 100 war gut. Können wir dann vielleicht noch so einen 10er draufsetzen? Ist die Oma gerade gegangen, ohne zu bezahlen? Okay. Hey, und 30 ist zu teuer. Was ist mit denen los? Ich meine, ich verstehe die Leute nicht. Okay, ich verstehe manchmal. Hallo? So, so. Ja, haben wir dazu schon Werte? Dass 100 zu günstig ist, okay. Das ist schlecht. Und 200 ist wieder zu. Also, ich verstehe dieses Spiel langsam einfach nicht mehr. Ach Gott, alles weiß ich nicht. Holz. Okay, Schleifstein. 60, 70. Okay, das ist auf jeden Fall zu teuer gewesen. Machen wir mal 100 und das haben wir noch nicht verkauft, oder? Oh, ja, egal. Zu teuer, weil es davon einfach zu viele gibt. Machen wir mal 6 und nehmen 10 von den Dingern. Okay, 70 für das Holz ist way too much anscheinend. Lorita, kauf doch was.
Okay. Ja, finde ich trotzdem gut. Was? Und das jetzt wieder zu günstig? Ah, ja. Ach Gott, wie ärgerlich. Manchmal ist dieses Spiel schon sehr ärgerlich, muss ich sagen. Ja, dann nehmen wir noch dieses komische Teil hier. Wie sieht es hier mit den Preisen aus? Okay, wir sollten ein bisschen weniger anscheinend. Und wie sieht es hier aus? 110 ist perfekt. Dann würde ich mal einfach auf 120 aufrunden. Okay. Ja, wir haben 800 Geld gemacht. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, wir geben alles ab. Außer dieses Slimes. Davon würde ich mir eine Heilpotion kaufen. Also ein bisschen Heilung. Dann schauen wir mal. Oh, wir könnten... Schwierig, ja, aber ich glaube. Aber eigentlich könnten wir auch gleich noch den Schmied anheuern. Wir haben ja die Kohle. Dann werden wir erstmal mit dem Schmied sprechen. Hey, Kleiner! Du bist Will, oder? Der meine Schmiedekünste angeheuert hat. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin André, Schmied mit Leib und Seele. Der Beste weit und breit. Brauchst du neue Waffen oder Rüstung? Sind deine Schilde verbeult? Dann schau einfach in der Vulkanschmiede vorbei. Okay, interessant. Rüstung. Was können wir hier kaufen? Stoffbandana. Eisenhelm. Okay, hier sehen wir immer, was wir haben. Benötigt und im Besitz. Ah, das zeigt uns auch an, die Sachen, was wir in der Kiste haben zu Hause. Ah, das ist ja praktisch. Da können wir das direkt von zu Hause. Okay. Das ist cool. Okay, wir müssen noch einen Ton finden. Dann könnten wir das hier... Dann kriegen wir plus 40 Leben. Das finde ich schon gut. Hier hätten wir Schnelligkeit und 30 Leben. Ah, das ist schwierig. Schwierig, schwierig. Okay. Aber okay, davon sind wir ja nicht mehr so weit entfernt, würde ich jetzt mal sagen. Dann gucken wir mal. Ich nehme an, das ist das, was wir jetzt gerade haben. Für 1000. Was könnten wir für 1000? Okay. Und für 4000, auch für 4000. Hier fehlt uns anscheinend noch ein Item. Hier auch. Okay. Das sieht schon gut aus. Auch Ton, also irgendwie Ton sollten wir wahrscheinlich auch behalten. Oh, Schwerter. Finde ich gut. Das sieht schon richtig gut aus. Okay, hier fehlt noch einiges. Ohne Gold, ja okay. Okay, zur Wunschliste hinzufügen. Okay, dann hat das so einen Stern. Ja, plus 25, aber minus 10 Speed finde ich irgendwie, finde ich persönlich halt nicht so gut. Dann müssten wir uns den anderen Helm holen, ne? Lassen wir das mal, weil ich glaube, da sind wir schon gut nahe dran. Okay, Speer. Okay, hier fehlt noch einiges. Ja, das geht. Okay. Handschuhe finde ich irgendwie komisch. Okay, hier fehlt aber auch noch einiges. Ja, also die erste Wahl geht halt immer. Die zweite Wahl ist immer sehr schwierig. Ja, okay, ich glaube, wir könnten da bald was upgraden.
zumindest mal, was das Schwert betrifft. Ich lasse das jetzt einfach mal markiert, das Schwert, und gleichzeitig diesen Helm, also dieses Bandana. So. Jetzt müssten wir, ja, wir haben zwei Sachen markiert. Auf unserer Wunschliste. Vielleicht wird das ja irgendwann was. Zum Hexenhut geht's in die Richtung. Ja. Dann können wir uns auch mal die Verzauberungen jetzt endlich ansehen. Okay. Wir können unseren Besen verzaubern. Und wir benötigen diese roten Kristalle. Wir könnten unser Schwert und unser Schild verzaubern. Ja, okay. Okay, das war's. Weil mehr besitzen wir halt noch nicht. Okay, rote Kristalle. Tränke? Ja, ich würde dann jetzt mal Tränke kaufen. Drei Tränke? Ja. Okay. Das war's mit unserem Geld. Wir hätten noch. Ich werde die Tränke gleich equippen. Wir hätten noch ein so ein Schleimdings übrig. Wie heißt das eigentlich? Ja, Gelee. Okay. Guck mal. Die Zauberin, also die Hexe, hat sich hier so ein Schleimball gefangen. Okay. Ich würde sagen, wir könnten noch kurz mal. I will. Ich habe dich vorhin im Dungeon gesehen. Okay, das hatten wir schon. Die Leute dachten einst, dass die Artefakte aus den Dungeons einfach aus dem Nichts erschaffen wurden. Dass sie im Dungeon schlichtweg erzeugt wurden. Die aktuelle Knappheit an Golem-Artefakten beweist nun das Gegenteil. Okay, sollen wir das merken, Golem-Artefakte? Wir haben die Dungeons vor knapp 70 Jahren entdeckt. Und dennoch wissen wir immer noch kaum etwas über sie. Aber das ist in Ordnung. Denn du und ich werden all ihre Geheimnisse aufdecken. Okay, das hatten wir schon. Okay. Rinoka, was für eine Stadt. Achso, ja, die hatten wir auch schon. Ach, nein. Okay. Mit denen hier unten haben wir noch gar nicht geredet. Mauru. Hast du wieder neue Kulturartefakte in den Dungeons gefunden, Will? Faszinierend, dass die Gegenstände aus den Dungeons von vollkommen unterschiedlichen Zivilisationen zu stammen scheinen. Viele Helden wollen ständig bessere Waffen und Rüstung fertigen. Sie kaufen jede Menge Gießereireste, Eisenbahnen und Zahnsteine. Das solltest du dir für deinen Laden merken, Will. Ja, aber die Zahnsteine sind doch gar nichts wert, okay. Wir können hier nicht aus der Stadt irgendwie rauslaufen. Will, der erinnert mich irgendwie an den kleinen Jungen aus Wind Waker. Will, nächste Mal spielen wir, wenn ich dich besuche. Du, dein Schwert sieht nicht viel stärker aus als mein hölzernes. Ja, toll. Ist das überhaupt scharf? Wow, der ist super nett, der Junge. Ich kann es kaum erwarten, Heldenrüstung in die Finger zu bekommen. Die ist wesentlich cooler, als es dein Händlerlumpen sind. Wow, der Junge ist so nett. Und dann will er nächstes Mal mit mir spielen. Nein. Wenn der Junge so unerzogen ist, spiele ich nett mit dem. Keine Ahnung. Hier hätten wir noch jemanden. Redmond. Achso, der sucht seinen Sohn. Bist du auf dem Weg in Richtung Dungeons? Statte auf jeden Fall der heißen Quelle einen Besuch ab. Das Wasser wird deine Schmerzen lindern, wenn du sie findest. Ja, okay, das haben wir ja schon. Okay, hör zu. Massa liebt diesen Witz. Wohin geht eine Uhr, die Brennholz braucht? Na, in den Urwald. Ahahaha, lustig.
Verstehst du das? Wegen Uhr gut aussehend und witzig. Gott, bin ich ein guter Fang. Gott, dieser Typ. Finde mal lieber deinen Sohn. Ich glaube, hier gibt es überall nichts sonst zu entdecken. Ich glaube, sehr viel zu entdecken gibt es hier einfach in dieser Stadt nicht. Die Leute von Rynoka haben sich sehr an die Kulturartefakte der Dungeons gewöhnt. Sie sind inzwischen Teil ihres Alltags. Ihre Mahlzeiten. Mit ein wenig Kreativität und etwas Rind, Ziegenkäse und Schleimsoße kann man den perfekten Händlerburger zaubern. Guten Hunger. Oh, wie ich die Artefaktrezepte der geschlossenen Dungeons vermisse. Aber heute sind diese Zutaten beinahe unmöglich zu finden. Die Leute von Rynoka. Achso, das haben wir schon. Okay. Gibt's hier was Neues? Okay. Aha. Okay. Das geht anscheinend dann erst, wenn wir weitere Dungeons freigeschaltet haben. Shop. Okay, für 2000. Eine billige Verkaufsbox. Ja, vielleicht sollten wir darauf sparen. Keine Ahnung. Naja, ich würde sagen, wir machen uns mal auf zu den Dungeons. Ja. Und wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, dass es schon wieder Zeit ist, die Folge zu beenden. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Viel Spaß bei der nächsten Folge, wenn wir wieder in den Dungeon gehen. Dann ciao!